In diesem Video geht es zu dem Ausflug nach Pippi Island. Wie das mit Mowgli war, ob er tatsächlich die ganze Zeit im Hunderucksack bleiben musste und ob sich dieser teure Ausflug wirklich gelohnt hat, könnt ihr in diesem Video sehen. Tag ging es für uns mit Mowgli auf die Insel Pippi Island. Ein Ausflug, der nicht nur wahnsinnig teuer war, sondern sich auch als super schwierig herausstellte. Was wir nämlich bis dahin nicht wussten war, dass der ganze südliche Teil von Thailand überwiegend muslimisch war und diese Hunde ebenfalls wie Schweine als unrein ansehen. Dies war uns bis dahin völlig fremd. Aber man lernt ja schließlich nie aus. Leider sollte uns das noch weitere Schwierigkeiten auf unserer Reise bereiten. Und wie ihr in unserem letzten Video sehen konntet, war die Zusage auf diese Insel gar nicht so einfach. Die Voraussetzung dafür war, dass Mowgli die komplette Zeit auf dem Schiff in seinem Hundekörbchen bleiben musste. Unserer Erfahrung nach sind die Reisebüros aber die größte Hürde. Vor Ort gibt es meistens keine Probleme. Und genau so war es glücklicherweise hier auch. Wir gingen dann mit Mowgli aufs Deck, wo, so wie eigentlich auf dem ganzen Boot, nur Touristen waren. Es fühlte sich keiner belästigt oder bedrängt von ihm. Im Gegenteil, viele freuten sich über ihn. Pippi Island ist eine Gruppe von mehreren Inseln. Zu der Hauptinsel gehört Pippi Don, welche die größte und die einzig bewohnte Insel ist, und Pippi Len, die als Drehort for the Beach bekannt wurde. Und schaut euch mal an, was hier los war. Wir sind jetzt tatsächlich, als wir angekommen sind, haben wir das Boot gewechselt und sind nochmal rausgefahren zum Schnorcheln für eine Stunde. Die Umgebung ist der absolute Knaller. Keine Frage. Aber dafür ist das Schnorcheln umso unspektakulärer. Also hier gibt es zwar ein paar bunte Fische, also beziehungsweise das sind gelbe Fische. Das ist so das Highlight unter Wasser. Ansonsten andere bunte Fische, nö. Irgendwas Spektakuläres wie Schildkröten, nö. Bunte Korallen, nö. Also ja, also für alle, die schon mal in Ägypten waren, so wie ich, die sind sowieso versaut. Also die sind natürlich total verwöhnt. Das scheint es hier gar nicht zu geben. Und wie gesagt, außer eine schöne Kulisse hat es leider unter Wasser nicht wirklich viel zu bieten. Hier hatten wir Mowgli überhaupt nicht mehr im Hunderucksack. Alle haben sich an ihm gefreut und als wir es tatsächlich gewagt haben, mit Mowgli ins Wasser zu gehen, hat uns sogar noch ein Angestellter geholfen und noch einen Rettungsring dazugegeben. Selbstverständlich nur für Mowgli. Also auch hier, alles halb so dramatisch und null Probleme. Mowgli hatte so eine Freude. Hier einmal aus meiner Perspektive. Und hier einmal aus Michas Perspektive. Nach einer Stunde Schnorcheln ging es dann zur Insel. Und hier haben wir tatsächlich die wohl meist verbreitete Bildkulisse von Thailand gefunden. Man fühlte sich hier sofort wie in einem Reiseprospekt. Danach ging es zu einem gemeinsamen Essen. Und hier war der einzigste Moment des ganzen Tages, wo Mowgli tatsächlich in seinen Hunderucksack rein musste. Aber kein Problem. Schwimmen macht schließlich müde und so gab es für uns Essen und für Mowgli ein Powernapping. Anschließend hatten wir noch etwas Freizeit, was gerade mal reichte, um ein Stück am Strand zu laufen und wieder zurückzukommen. Hier würden wir definitiv empfehlen, mehr Zeit einzuplanen, um die Insel noch besser zu erkundschaften.
Mowgli hatte hier auch schon wieder einen ganzen Fan-Look. Und schaut mal, wie sehr sich diese Inder über Mowgli freuen. Uns fiel auf, dass der südliche Teil von Thailand extrem stark von Indern besucht wird. Diese waren immer alle total vernarrt an Mowgli und wollten ihn ständig hochheben und ganz viele Bilder von ihm machen. Immer diese Groupies. Ja, und dann ging es auch schon wieder zurück. Unsere ganz persönliche Meinung zu diesem Ausflug. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier leider überhaupt nicht. Die Unterwasserwelt war leider überhaupt nichts und die Zeit auf der Insel viel zu knapp bemessen. Ein angemessener Preis hätten wir für maximal 35 Euro empfunden, aber so unserer Meinung nach völlig überteuert. Aber was meint ihr? War es die 63 Euro pro Person wirklich wert? Wie ist eure Meinung dazu? Lasst es uns unbedingt unten in den Kommentaren wissen. Im nächsten Video schauen wir uns den Süden von Phuket an, besuchen den Big Buddha und finden den nächsten Fototapetenstrand.